Es hat der Paul, um auf den grünen Zweig zu kommen, den Job als Kofferträger angenommen, der im Lokalblatt ausgeschrieben war, weil er mal wieder aller Mittel war. Der Herr, der mit dem letzten Abendzuge kam und unser Paulchen gleich in seine Dienste nahm, reist außer mit einer schweren Tasche mit einer ganz gerissenen Masche. Er heuert nur zum Schein sich einen Träger an und zwingt zu kriminellem Tun den ahnungslosen Mann. Maske aus dem Täschchen rausgeholt, verrät dem Paulchen glatt, dass er mit einem Trägerlohn hier ziemlich sicher nicht zu rechnen hat. Ein Fluchtversuch wird von dem Mann verhindert, was Paulchens Furcht vor diesem Kerl nur steigert, nicht vermindert. Derweil der arge Bösewicht mit seiner Feile feilt, ist Paul durch eine offene Tür dem Schubjack enteilt. Nur ist er damit leider in einen Hinterhalt geraten. Es hatte sich der Wachhund Fips bis jetzt mit keinem Laut verraten. Doch nun, mit Kläffen und Gebell, verfolgt er Paulchen Wachhund schnell. Der flieht ein zweites Mal, und zwar auf eine Laterne, und sieht, weil ihn der Hund am Schwanze zieht, nicht nur am Himmelssterne. Da sehen wir den bösen Mann zur Hilfe flugs erbötig. Doch nicht, weil er es nicht ansehen kann. Er hat den Paul noch nötig. Er fragt sich schon, wo denn die Welt hinkäme, gäb's nicht die Diebes-Absichtseinbruch-Warnsysteme. Es weiß der Dieb, hört er den flinken Klöppel an die Glocke schlagen, bringt er das Ding zum Schweigen nicht, geht's ihm vermutlich an den Kragen. Das also, denkt der schlimme Dieb, ist der Tresor, in dem die Hunderter ganz still und bündelweise liegen. Soll nur der andere Schmiere stehen, ich bohr, so denkt er weiter, und er wird vom Geld nichts kriegen. Da schau, der Bohrer hat schon einen Schein erwischt, das Paulchen scheint entzückt, doch leider kriegt es nichts. Kein Geldschein ist sicher im Portemonnaie, wenn ein großer Magnet angebracht in der Höhe. Sofort will sich der Haderlump die Börse wiederholen, doch wirkt der Magnetismus auch auf durchgeladene Pistolen. Doch wird auf höchsten Wunsch ja abgeschaltet, wodurch nun keine Kraft mehr waltet, die Eisen und Pistol verbannt, fällt Leichtmann auf das Förderband.
Es steht das Männchen oben auf der Leiter und fragt man, warum's oben steht. Es ist auf diese Art ein Stückchen weiter entfernt vom heißen Schweißgerät. Denn dass so ein Ding mit lautem Knall einem um die Ohren fliegt, wäre nicht das erste Mal. Nun allerdings ist bombensicher wie ein Gang mit Vieren, dass Flaschen voll des Sauerstoffs auch gerne explodieren. Es gibt in solchem Fall der Standpunkt auf der Leiter dem Manne kaum Veranlassung zur Heiterkeit. Denn er fliegt vom Luftdruck ganz genau dahin gelenkt, wo an der Wand des Polizeireviers seit Wochen schon sein Steckbrief hängt. Jetzt denkt der Paulchen, wo ich alleine bin, mache ich mich aber auf der Stelle dünn. Bis jetzt ist alles gut gegangen, ich will nicht, dass sie mich noch fangen. Da liegt im Weg zu Paulchens großem Kummer im Weg der Wachhund Fips. Zwar wacht er nicht, er liegt in tiefem Schlummer. Was hilft's, dass der Köter döst, wenn man selbst an die Klingel stößt? Es bleibt bei so viel Pech und ausgesprochener Dusseligkeit die Flucht quer durch die Stadt, bergab, nur in die Dunkelheit. Bei Gartenarbeit so entspannt, fährt Paulchen samstags raus aufs Land und geht mit Schere und Verstand dem Onkel Jaguar zur Hand. Seit wann steht denn das Bäumchen hier? Es ist ganz sicher wild gewachsen. Das aufgescheuchte Straußentier verbittet sich derart gefaxen. In einer kleinen spanischen Stadt gab es einmal einen Troubadour. Der hatte einen großen Bruder und der war Matador. Vater und Mutter von dem Matador und natürlich erst recht das Publikum machten so viel Geschrei und ein solches Theater um den großen Matador, dass man kaum bemerkte, dass es den kleinen Troubadour überhaupt gab. Von Madrid bis Barcelona. Olé, olé, Barcelona! Von Sebastian bis Granada. Olé, olé, Granada! Schrien die Leute immer nur Bravo, Bravo für Eduardo. Bravo, Bravo! Bravo, 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 Bravo! Für den kleinen Troubadour gab es weder Olé-Geschrei noch Bravo-Rufe. Gar nichts. Aber in der Stadt gab es ein Mädchen. Die wohnte in der Nachbarschaft und die liebte den kleinen Troubadour. Seine Gitarrenklänge hatten sie verzaubert und sie schenkte ihm ihr Herz. Aber der Troubadour erwiderte die Liebe der kleinen Juanita nicht. Er hatte eine ganz andere Dame im Sinn. Er war zu der Señorita, die im Café El Picador tanzte, in heißer Liebe entbrannt. Die rassige Dolores mit schmaler Taille und großer Nase tanzte zu seinen Gitarrenklängen. Und alle Männer waren wie chloroformiert, wenn sie herumwirbelte. Und natürlich zählte zu ihren Bewunderern auch der Bruder Matador. Und er holte sie jeden Abend, wenn sie fertig getanzt hatte, im Café ab. Sie ging auch mit, denn ein Mädchen, das von einem Stierkämpfer geliebt wird, hat für die Anbetung eines Musikanten nicht viel übrig. So kam es, dass der kleine Troubadour der Nachbarin Juanita seine Gitarre in die Hand drückte und sich aufmachte in die Arena, um nun auch Stierkämpfer zu werden und die herrliche Dolores für sich zu gewinnen. Er beobachtete seinen Bruder ganz genau. Was immer auch Eduardo tat, der kleine Troubadour machte es ihm nach. Und er lernte. Nicht an einem echten Stier, das wäre noch zu gefährlich gewesen. Er machte alle vorgeschriebenen Figuren. La Media Veronica. El Pase de Pecho. El Pase de Farol. Er übte und übte und übte. Und bei dem vielen Üben erfand er sogar eine neue eigene Figur. El Pase de Vigilos. Der Herr
Töpfermeister macht seinen Laden zu und geht in die Arena. Denn heute ist der ganz große Tag. Die Arena ist besetzt bis auf den letzten Platz. Alle sind gekommen, um unseren kleinen Troubadour als Stierkämpfer zu erleben und sich wahrscheinlich totzulachen über ihn. Die Musikkapelle hat einen Tusch gespielt und die Mannschaft kommt in die Arena. Hinterher trippelt der kleine Troubadour. Ein bisschen mulmig ist es ihm schon. Aber da stürmt schon der Stier herein. Der hatte noch ein blaues Auge vom letzten Kampf und war noch sehr wütend darüber und deshalb besonders gefährlich. Und nun versuchte der kleine Troubadour alle Figuren, die er gelernt hatte. Als erstes die Veronika. Dann El Pase de Pet Shop. Und dann El Pase de Farol. Alle Welt war schon davon überzeugt, dass der Stier den kleinen Troubadour aufspießen und zertrampeln würde. Aber da hatten sich die Leute gewaltig geirrt. Der kleine Troubadour wirbelte durch die Luft, er vollführte seinen berühmten El Pase de Vicolos, der Stier wirbelte durch die Luft und siehe da, der kleine Troubadour hatte ihn eingewickelt. Olé, olé, olé. Die Menge tobte. Vater und Mutter schrien Olé. Olé. Und sogar sein Bruder jubelte ihm zu. Und die rassige Senorita mit der großen Nase ließ seinen Bruder stehen und kam zu ihm gerannt. Endlich hatte er sie für sich gewonnen. Aber dann kam ihm die Sache doch sehr spanisch vor. Wenn die meinen Bruder so mir nichts, dir nichts verlässt, dachte er, bin ich sie eines Tages auch wieder los. Und er dachte weiter, die kann mir doch gestohlen bleiben. Er hatte auch genug vom Stierkampf und wollte kein Matador mehr sein. Also marschierte er wieder nach Hause, wo er auf einer Bank unter einem Nussbaum das Fräulein Nachbarin sah. Und sie hatte auch gleich seine Gitarre mitgebracht, weil sie ein praktisches Mädchen war. Der kleine Troubadour griff in die Saiten und wieder flog ihm ihr Herz zu. Und weil sie ja wusste, dass er eine große Schwäche für die Tänzerin Dolores gehabt hatte und sie die Dame nun ausgestochen hatte, tat sie ihm den Gefallen und tanzte auch ein paar Schritte zu seiner Musik. Der kleine Troubadour nahm sie zur Frau. Aber keiner seiner Söhne durfte Stierkämpfer werden. Und als das Nesthäkchen Carmen Chita Tänzerin werden wollte, da hat die Frau Mutter ihr das sehr schnell ausgeredet. Der Paul, der ganz gemütlich und beruhigt durch die Straßen geht, weil nichts von Ärger heute im Horoskop steht, wird, wenn das auch ein wenig übertrieben klingt, von einem Mann aus einem Kofferraum herangewinkt. Mit einem Zettel wird er aufgefordert, wenn auch nicht bei seinem Leben, ein Päckchen für den Kerl in der slowenischen Botschaft abzugeben. Auch von Kopeken steht was da, doch nicht für welchen Zweck. Politisch, denkt der Paul. Nee, lass bloß die Finger weg. Da hat er schon das Päckchen und er hört an seinem Ticken. Da wollen sie in der Botschaft einen wohl über den Jordan schicken. Und bis um 12 muss das los sein, steht da andernfalls. Da denkt der Paul, auf 11 geht's schon, schaffe ich's mir schnell vom Hals. Und er eilt trotz der guten Sterne für heute mit bangem Herzen zum Botschaftsgebäude. Mit Wegschmeißen war's, wie wir eben sahen, weil die Uhr schon 11:30 ist, doch nicht getan. Drum nochmal zurück mit der Bombe. Herrje, warum haben die bei Botschafts nur keinen Portier? Sie kriegen keinen, weil's halt ein Mangelberuf ist. Dafür haben sie einen Hund mit sehr scharfem Gebiss. Yeah.
Nein, nein, der Hund mag dick sein, doch er ist kein Dummer. Er hat durchschaut des Paulchens Transvestitennummer. Der greift in seiner Not zum Telefon, schon wieder ihm die Uhr und die Pistole drohen. Er muss, soll nicht die letzte Viertelstunde ungenützt verstreichen, das Haus, wohin die Bombe soll, auf anderem Weg erreichen. Es fehlen nur noch 8 Minuten, da heißt sich aber Tummel, heißt sich Sputen. Nur keine Mühe scheuen, nur Geduld, dann klappt der Trick auch mit dem Katapult. Was da geflogen kommt, ist, wie es scheint, für wahr kein Hundekuchen. Zumindest lässt es den dicken Hund verschreckt das Weite suchen. Es wäre die harte Landung auf der grünen Wiese ganz sicher schmerzhafter als die in der Markise. Nur hat die Letztere sofort zurückgeschnippt, dahin, wo er soeben weggewippt. Dort hat es Amboss ungeheure Kraft ihn wieder übers Mäuerchen geschafft. Doch diesmal landet er, oh Schreck und Graus, im Bronzedenkmalsattel des 8. Stanislaus. Es hat den dicken Hund gebürtig aus Slowenien das Botschaftsküchenmädchen namens Lenchen mit heißer Soße aus Versehen verbrüht, wodurch er nicht mehr ganz so gut wie früher sieht. Das Paulchen aber, das sich gerade zum Sturm anschickt, hat er auch mit dem angebrühten Aug erblickt. Vor 12 ist die Uhr. Armer Paul, was machst du nur? Ob der Flug mit der Rakete das Problem dir lösen täte? Fragt sich nur, ob sich das lohnt. Schließlich fliegst du noch zum Mond. Die Rakete fliegt und fliegt und die Bombe tickt und tickt. Und sie fällt ganz gleich, wie es möglich sei, an dem Fallschirmspringer Paul vorbei. Fällt noch weiter, fällt nach hastigem Ton durch eine Öffnung in die Kanalisation. Dort schaukelt sie im Päckchen auf den Wellen und bis 12 nur noch 2 Sekunden fehlen. Dass sie jetzt gleich explodieren müsste, freut sich schon der miese Terroriste. Und schon kommt er mit Kanaldeckel geflogen zu dem Hunde, der auch ihm nicht sehr gewogen. Paulchen hat es sehr ergötzt, dass der Hund jetzt einen anderen hetzt. Weggebellt ist aller Ärger nun Gottlob. Und es stimmt die Prophezeiung aus dem Horoskop. Paulchen hat seit vorigem Mai eine Pizzabäckerei. Und es geht das Telefon früh um 6:45 schon. Eben hat Elise in die Muschel gebellt und eine frische Ameisenpizza bestellt. Hui, zum Ameisenhügel fliegt er schon und rein mit Charlie in den Pizzakarton. Ah, die Lichter des Broadway. Dass die noch mal über mir leuchten würden. Es gibt viele Leute, die das von sich behaupten, aber ich habe wirklich mal bessere Zeiten gesehen. Mir hat keine Zigeunerin an der Wiege prophezeit, dass ich mal in der Mülltonne landen würde. Auch wenn ich nur ein kleines Aufziehmännchen bin, ich habe auch meine Erinnerungen an ganz große Augenblicke. Das können Sie mir ruhig glauben. Ja, ich bin sogar am Broadway aufgetreten, zusammen mit dem lieben Onkel Snicky. Naja, auf einer der vielen Bühnen am Broadway sind wir nicht aufgetreten. Und doch war es am Broadway, weil nämlich Onkel Snicky ein fliegender Händler war und seinen Verkaufstisch mitten auf dem Broadway aufgebaut hatte. Ohne Erlaubnis natürlich. Und weil wir schon dabei sind, die Wahrheit zu sagen, ein richtiger Star war ich eigentlich auch nie, aber immer in der Mitte vom Chor. Wir spielten immer vor ausverkaufter Straße.
Und eines Abends kam ein großer Augenblick. Meine Partner waren von der Stelle weg verkauft worden. Und ich durfte alleine weiter tanzen. Oh, mir ging vor Stolz der Hut hoch. Aber dann kam der böse Mensch mit der langen spitzen Nase. Und der wollte Onkel Snickys Erlaubnisschein sehen. Und weil er den nicht hatte, musste er sein Geld zählen und die Hälfte davon diesem schrecklichen Menschen geben. Da ging mir wieder der Hut hoch, aber diesmal nicht vor Stolz. Das Schlimmste kam erst noch. Onkel Sneaky nahm mich und wollte mit mir davonlaufen. Aber da waren schon die drei Polizisten hinter ihm her. Mich hatte er wieder dem Herrn Langnase in die Hand gedrückt. Und als mir klar wurde, dass der mich behalten sollte, ging mir zum vierten Male an diesem Abend der Hut hoch. Und dann fiel ich in Ohnmacht. Der Herr Langnase hatte mich seinem dicken, frechen Jungen als Spielzeug mitgenommen. Aber sein Freund war noch viel frecher. Er riss mir gleich den Hut hoch, dass meine Mechanik 3 Minuten lang rückwärts lief. Das war nicht sehr angenehm. Und dann wurde ich gegen einen Baseball eingetauscht und dann gegen eine Blumenvase mit Henkel. Zu guter Letzt, als meine Spirale schon ganz ausgeleiert war, da war ich schließlich nur noch eine einzige Murmel wert. So tief war ich nun gefallen und war doch mal am Broadway aufgetreten. Ja, ja, so schnell kann das gehen. Ehe man sich's versieht, ist man ganz unten. Und jeder darf dann ungestraft seinen Schabernack mit einem treiben. Wenn einer vom Regen in die Traufe kommt, das geht ja noch an. Aber bei strömendem Regen in den Strudel des Unglücks, das ist zu viel. Für einen kurzen Augenblick verzogen sich die schwarzen Wolken und mir lächelte noch einmal das Glück. Ich habe mich auch gleich verliebt in das Püppchen. Aber natürlich hatte die längst einen. Es war der dicke, freche Kunibert, der Sohn vom Herrn Langnase. Der hat sich dann ganz furchtbar dafür gerächt, dass ich seiner kleinen Freundin schöne Augen gemacht habe. Erst hat er mir eine kalte Dusche verpasst und mich dann an den langen Quastenschwanz von seinem Drachen gebunden. Da flog ich nun durch die Luft und ich hatte furchtbare Angst. Erstens bin ich sowieso nicht fürs Fliegen und zweitens habe ich dem Schwanz nicht getraut. Das ging immer hin und her, her und hin und irgendwann dachte ich mir, reißt er kaputt und dann leb wohl, du schöne Welt. Ach, wäre doch nur mein Onkel Snicky da gewesen. Es kam genau so, wie ich mir es gedacht hatte. Ich segelte an den Lichtern des Broadway vorbei in die Tiefe. Und ich dachte so bei mir, das ist das Ende der Fahnenstange. Und dann wurde es mir ganz schwarz vor den Augen. Als ich wieder zu mir gekommen war, lag ich auf der Mülltonne. Und mein erster Gedanke war, wie mag es wohl meinem Onkel Sneaky gehen? Ob der wohl noch manchmal an mich denkt? Und dann geschah das große Wunder. Er stand plötzlich vor mir. Hinterher! Er hat noch immer keinen Erlaubnisschein. Was wollt ihr denn diesmal verkaufen? Korkenzieher und Kartoffelschäler. Das fällt dir doch. Ja, Oskar! Hab ich dich endlich wiedergefunden? Weißt du doch, wie schön das war, als du auf meinem Verkaufstisch getanzt hast? Ja, Onkel Sneaky. Und jetzt sitzen wir beide in der Tinte. Nicht in der Tinte, Oskar. In der Tonne.